Ist das nicht eine wunderschöne alte Hainbuche? Ich bin heute extra eine Stunde hierher gefahren, nur um mir diesen Baum anzuschauen. Das ist eine Hainbuche, die kann man ganz gut von normalen Buchen unterscheiden durch diese muskelartigen Stränge, die sich auch so winden. Das ist ganz typisch für Hainbuchen. Und die ist auch schon innen hohl, weil sie wirklich sehr alt ist. Bestimmt schon so 400 Jahre. Vielleicht auch älter. Das ist ein ganz, ganz toller Ort hier. Hier stehen viele alte Bäume, wie ihr schon gesehen habt, auch Eichen noch. Und ich finde, das ist so ein richtiger Kraftort. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich das spüre. Ich bin auch kein Esoteriker, aber ich fühle mich hier wirklich wohl. Die Straßen sind weit weg. Es gibt keinen allzu lauten Autolärm. Hier sind auch nicht viele Leute unterwegs, den Spot kennen nicht so viele und ich nenne sie Hexenhainbuche, weil für mich hat die so ein bisschen was Hexenmäßiges, Märchenhaftes. Ich hatte gehofft, dass hier heute Nebel sein wird, aber der ist weiter in die Richtung, tiefer im Tal. Hier oben ist so eine Stelle, da kommt der Nebel leider selten hoch, ich habe schon geahnt. Aber es ist schön frostig, richtig schön kalt. Und ich konnte wenigstens die ersten Sonnenstrahlen einfangen. Das war auch eine schöne Stimmung und ist eine schöne Stimmung. Diese Eiche hier ist bestimmt schon 600 Jahre alt, wenn nicht älter. Eichen wachsen nämlich sehr langsam. Und wenn sie schon so dick sind wie diese hier, dann müssen sie wirklich schon sehr alt sein. Also Buchen wachsen viel langsamer. Buchen haben dann eine glatte Rinde. Die Hainbuche vorhin hatte diese muskelartigen Stränge. Und die Eiche hier hat so Risse und Furchen und kleinere Schollen. Und so kann man sie eigentlich ganz gut voneinander unterscheiden. Die hat bestimmt einen Umfang von 6 Metern. Und ich stelle mich jetzt mal neben sie, damit man sehen kann, wie dick diese Eiche wirklich ist. Ja. Da höre ich auch den Keulgraben und den Kleiber. Hier ist viel Totholz und deswegen viele Insekten und viele Vögel. Der Frühling hat auch schon ein bisschen Einzug erhalten. Die Vögel werden lauter und ja, mal sehen, ob es noch ein paar winterliche Tage gibt, bevor der Frühling dann richtig losgeht. Nachts ist es noch schön kalt und tagsüber kommt die Sonne raus und es wärmt dann schön auf. Und ja, die Sonne werde ich jetzt auch genießen und laufe noch ein bisschen im Wald rum.
gleich 50 Meter in die Richtung vor mir. Da ist ein Ansitz für Greifvögel. Da saß gerade auch ein Bussard noch drauf. Und ich bin aus dem Wald hinter mir gekommen, an der Wiese hier entlang gegangen. Und dieser Ansitz kam dann langsam in mein Sichtfeld. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass da ein Bussard auf dem Ansitz sitzt und dass da überhaupt ein Ansitz ist. Aber der Bussard hat mich sofort gesehen, ist dann leider gleich weggeflogen. Und ich dachte, er fliegt weg von mir, aber er ist doch tatsächlich auf mich zugeflogen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe. Dann habe ich schnell die Kameraeinstellung noch korrigiert, habe also etwas abgeblendet von 5,6 auf 6,3 für ein bisschen mehr Tiefenschärfe und zwei Drittel überbelichtet, weil der Vogel nämlich mit dem Himmel im Hintergrund war. Und ja, wenn ein blauer oder grauer Himmel im Hintergrund ist und man Vögel fotografiert, muss man häufig überbelichten, damit das Bild nicht zu dunkel ist. Und ich habe so 7 Bilder gemacht und das erste ist am schärfsten, da hat er auch die schönste Flügelposition. Das gefällt mir richtig gut, hat gerade so geklappt alles. Hier ist das Bild. Die Spechte trommeln ganz fleißig. Man merkt wirklich, es ist Frühling. Na, trommelt er jetzt nochmal? Hat mich vielleicht bemerkt. Aber ich finde es faszinierend, dass die sich extra wohlklingende Äste suchen. Probieren verschiedene Äste aus. Und da, wo es schön basslastig und schön klingt und weit klingt, den nehmen sie. Ja, um das Revier zu verteidigen, Weibchen anzulocken und um zu kommunizieren. Trommeln nennt sich das. Fantastisch. Ich begegne heute wieder sehr vielen Vögeln, auch wenn ich nur die wenigsten von ihnen fotografieren kann. Gerade habe ich auch wieder eine Haubenmeise gesehen. Die finde ich immer so richtig niedlich und hübsch mit ihrer Haube. Aber ja, mit mir und den Haubenmeisen, da soll das irgendwie nicht so richtig funktionieren. Schon wieder kein schönes Bild von ihr schießen können, obwohl sie recht nah war. Aber der Kopf war so ein bisschen verdeckt. Ah, irgendwann muss es noch mal klappen. Hier bin ich auf knapp 300 Meter. Es sollte hier eine schöne Aussicht sein. Und mit etwas Fantasie kann man hier auch ein bisschen was sehen.
Boah, krass, Leute, habt ihr das gesehen? Das waren bestimmt 20 Rehe, die hier gerade waren. Ich bin von da hinten gekommen, um die Ecke hier. Ich zeig's mal kurz. Da bin ich um die Ecke gekommen. Und ja, da hatte mich dann ein Reh schon angeguckt. Vielleicht das Leittier. Jetzt in der Winterzeit, da sind sie ja in sogenannten Sprüngen unterwegs. Also in größeren Gruppen. Jetzt, wie gesagt, bestimmt 20 Stück. Und dann ist hier eins nach dem nächsten vor mir langgelaufen. Unglaublich. Was für ein Erlebnis. Sind jetzt aber nicht schnell geflüchtet oder so, sondern ja, langsam davon getrottet. Der Hammer. Hinter mir in dem Fichtenwäldchen, da sind sie wieder, alle 20 oder noch mehr. Das ist der Schwarzspecht da hinten. Und da sehe ich einen Baumläufer. Ja, wenn ich jetzt hier weitergehe, dann laufen sie alle weg, die Rehe. Aber der Weg ist hier eisig und da mache ich Geräusche, das ist natürlich doof. Die scheinen hier zu wohnen in der Umgebung. Aber ich muss leider den Weg weitergehen. Da drüben kann ich noch eine Gruppe von Rehen auf dem Feld sehen. Einen Rehsprung. Was für ein Riesenglück ich heute schon wieder hatte mit den Rehen im Wald. Dass der Weg auch nicht vereist war an der Stelle und ich mich da lautlos fortbewegen konnte. Ich bin aber auch wieder im absoluten Niemandsland unterwegs. Hab heute nicht eine Menschenseele getroffen. Das Wetter ist fantastisch, die Sonne wird immer stärker, man kann über den Feldern schon Hitze flimmern sehen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. So viel zum Hexenbaum und aus dieser wunderschönen Eichenallee werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Was auch immer ihr tut, habt einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis nächstes Mal. Tschüss, macht's gut!